Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Sepho-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee, ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja, gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Unterwegs nach Kashyyyk. Seien Sie ehrlich. Wurmt es Sie, dass BD den Jungen Ihnen vorgezogen hat? Es war nicht die Entscheidung des Droiden. Es war meine. Moment, was? Erklären Sie mir das. BD-1 wurde zurückgelassen, damit ich ihn finde. Cordova vertraute darauf, dass ich ihn suche. Nur war ich nicht die Person, die er brauchte. Warum nicht? Er brauchte jemanden, in dem die Macht stark ist. Ich hatte gehofft, dass BD-1 diesen jemand erkennen würde. Und anscheinend hat er das. Oh, wie süß. Echt süß. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Brechen wir etwa diese Blockade? Oh, nur im äußersten Notfall. Der Transponder der Mantis sendet imperiale Signale. Hey, Grease. Ja? Dämpf die Energiesignatur. Tu, als gehörten wir hierher. Wie auf Braca. Kein Problem. Ich brauche keine weiteren Hände. Behalt einfach nur den Scanner im Auge. Okay. 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 Ich sehe gar nichts. Sie sind mit irgendwas auf der Oberfläche beschäftigt. Das geht klar.
Das sieht nicht gut aus. Das Imperium zerstört Kashyyyk, es beutet seine Rohstoffe aus. Wookies wurden von ihnen versklavt oder vertrieben. Hättest du nicht besser auf die Monitore aufpassen können? Guerillakämpfer, Wookies und Außenwäldler überfallen einen imperialen Konvoi. Kampfläufer an ihrer Position. Tarful ist vielleicht bei ihnen. Tarful kann überall sein. Auch tief unter der Erde begraben, so wie wir, wenn wir uns in der Schlacht da unten wiederfinden sollen. Wir haben keine anderen Optionen und ohne unsere Hilfe sterben sie. Wie ist dein Plan? Sabotage. Wir haben auf Bracca Kampfläufer verschrottet. Ich kapere einen. Der Kleine ist echt gut. Der glaubt, wir werden noch in den Klon kriegen. Captain, Kurs auf die Kampfläufer. Wie? Was? Hör zu. Die Kampfläufer transportieren auch Truppen. Also wenn du drin bist, pass besser auf. Jetzt muss der grandiose Grease mal wieder zaubern. Hey, tu mir einen Gefallen. Geh nicht drauf da unten. Ist jetzt Teil des Plans. Wenn du noch springen willst, dann tut am besten jetzt, Kleiner. Bereit zu schwimmen, bitte? Sollen wir da reinkommen? Ja, ich versuch's am Bein. Okay, wohin jetzt? Klettern wir nach oben. Versorgen.
Schiff auf den Scannern. Sie haben mehr Feuerkraft als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität, sinkend. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Also, dass das funktioniert hat? Okay. Schon. Meldung, was ist da los? Die verletzen das imperiale Portal. Kannst du den abschalten? 207. Ergeben Sie sich dann. Besser. Geh besser. Also das sind die Blaster? Wer bist du? Jemand, der einen AT-AT ins Rennen brachte. Wer bist du? Jemand, der das Imperium wütend macht. Wir wollen zu einem imperialen Landeplatz und brauchen Feuerunterstützung. Gut, verstanden. Machen wir sie noch wütender. Gleich haben wir. Wir schaffen das. Zu uns. Kannst du was machen? Ja, ich bin okay. Und du so? Nein, wir machen das nicht nochmal. Das war ein einwandfreier Kampfläufer. Wie heißt du, hm? Cal Kestis. Saw Gerrera. Was machst du auf Kashyyyk? Ich suche jemanden. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashyyyk die imperialen Versorgungslinien unterbrechen. Hey! Also, wen suchst du hier? Ein Wookiee-Häuptling namens Tafu. Tarful ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist der Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookiee-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Seer, Breeze, das ist Saw. Und, wie geht's? Was willst du von Tarful? Na, Jedi-Geheimnis. Die Jedi sind tot. Das gilt nicht für alle. Hast du das von einem Leichnam? Mein Meister hat's mir gegeben.
Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookies als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen Guerillakämpfer sein. Ich sollte ihnen helfen. Vielleicht weiß einer, wie ich Tafel finden kann. Das wäre möglich. Hey, Moment mal, halt eine Minute. Die Mantis vollbringt Wunder. Großartiges Schiff, toller Pilot, aber sie wurde nicht als Kampfschiff gebaut. Wir überwachen hier die imperiale Kommunikation. Mit etwas Glück fangen wir Notsignale ab. Besten Dank. Meine Lieutenants und ich bereiten den Angriff schon mal vor. Komm nach, wenn du kannst. Los, los!